der größte Gletscher Europas. Und damit herzlich willkommen bei MYD Travel. Der Aletschgletscher liegt im Kanton Wallis in der Schweiz und bildet sich aus drei großen Firnen, also großen Schnee- und Eisflächen, die von den Bergen Jungfrau, Mönch und dem Aletschhorn abgehen. Dabei hat der Gletscher eine Dicke von bis zu 900 Metern und bewegt sich pro Jahr 180 Meter. Um den Gletscher von Süden aus zu besichtigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Über die Riederalb im Westen, über die Bettmeralb in der Mitte oder die Fischeralb im Osten. Von dort bringen euch einzelne Lifte und Gondeln auf den Bergkamm, wo ihr dann wirklich den genialen Panoramaausblick über den Gletscher habt. Von den einzelnen Stationen aus habt ihr viele Möglichkeiten zum Wandern und einige Bergstationen bieten auch eine Art Erlebnispfad. So auch am Eggeshorn im Osten. Von dort aus bekommt ihr einen Blick um die Kurve des Gletschers rum, dass ihr auch noch im Hintergrund die Berge aus der Jungfrau-Region sehen könnt. Wenn ihr zum Gletscher runterwandern wollt, müsst ihr einfach mit mindestens 2 Stunden und 5 Kilometern Weg rechnen. Das kommt durch einen Umweg über den Vordersee. Denn der Bergkamm, wo auch die Bergstationen drauf sind, ist gerade mal 1 Kilometer vom Gletscher entfernt. Das Problem ist der Höhenunterschied von 200 bis 600 Metern. Dies kommt auch durch den starken Gletscherrückgang, den man auch gut an der Baumgrenze erkennen kann. Pro Jahr verliert der Gletscher etwa 50 Meter an Länge, was allerdings durch die enorme Größe mal mehr oder auch weniger sein kann. Trotzdem ist seine Länge aus dem Jahr 1850 mit 26,5 Kilometern auf heute mit ca. 20 Kilometer zurückgegangen. Auch die Eisdicke geht zurück, was man sehr gut an der Concordia-Hütte sehen kann. Die wurde im Jahr 1877 50 Meter über den Gletscher gebaut. Heute sind es über 150 Meter, das heißt, sie mussten über 100 Metern an Treppen dazu bauen. Der Aletsch ist definitiv etwas Besonderes und zählt nicht ohne Grund zum UNESCO-Weltnaturerbe. In den Sommermonaten kann es an den Bergstationen durchaus sehr voll werden. Deshalb empfiehlt es sich, sehr früh zu kommen, auch um Wartezeiten an den Gondeln zu vermeiden. Ich bin von der Station Eggeshorn zum gleichnamigen kleinen Berg gewandert, von dem man einen richtig genialen Panoramaausblick hat. Und dabei sind diese gigantischen Aufnahmen entstanden. Ich kann die Region wirklich nur sehr empfehlen. Es gibt so viele Möglichkeiten zum Wandern, zum Mountainbiken oder auch einfach nur die Aussicht genießen. Die Preise starten bei ca. 50 Franken. Allerdings empfehle ich hier den Entdeckerpass. Der kostet 55 Franken und den gibt es auch für mehrere Tage. Da sind dann alle Seilbahnen in der Region inklusive. Und vor allem was Interessantes, bei der Familienkarte zahlt man nur 2 Erwachsene und die Kinder sind automatisch inklusive. Deshalb ist die Aletschregion wirklich wunderbar zum Erholen, Wandern und Erleben. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das war es soweit mit dieser Folge MYD Travel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!